Peter Sodan ist der Kandidat für das hohe Amt des Bundespräsidenten. Wie er sagt, hat er eine gute Chance auf die Bronzemedaille. Am 23. April war auf Einladung der Linksfraktion in der Bürgerschaft in Bremen. Hier einige Eindrücke von seinem Besuch. Nee, kenne ich nicht. Ich warte jetzt nicht. Ich zeige mal. Ich liebe nur meine eigenen Familie. Nein, heute kommt die Botschaft. Und es ist eigentlich sehr schön. Ja, nee, Bremen hat eine sehr wechselvolle und sehr positive Theatergeschichte. Durch Erziehung, Bildung und Kultur. Und daran kränken wir. Stimmt, gebe ich Ihnen recht, ja. Hallo. Ist so. Im kulturellen Bereich. Es ist auch immer wieder. Also sehen Sie von Marzahn. Ist es eine gute Idee, ihn zum Bundespräsidenten aufzustellen? Ja, auf jeden Fall. Weil ein guter und witziger Präsident werden würde. Endlich mal einer mit Kabaretterfahrung. Fußball bezogen, das 4:2. Die drei Tore, die Wiese gehalten hat, also das ist doch hervorragend. Was der Wiese drei Tore hält, die drei Elfmeter. Ich finde, ob das vielleicht schlecht geschossen hat. Der wird jetzt Nationalpreisträger, oder? Oder wird in den Bremer Stadtrat gewählt. Wo sind Sie die Stimmung in Deutschland? Also ich hatte den Eindruck, dass die Krise bei Herrn Steinbrück und bei Herrn Steinbrück und bei vielen anderen sicherlich angekommen ist, aber so richtig angekommen ist beim Volk, darüber nachzudenken, was mit uns eigentlich alles geschehen kann, den Eindruck habe ich noch nicht. Ganz sicher ist, dass ein pervertierter Kapitalismus die Lösung nicht sein kann. Wie sehe ich den Bundesrat für meinen Mann, den ich in der Hand habe? Hier im Bundestag kommt nichts weg. Das ist der Bundestag. Wir, die Fraktion Die Linke hier in Bremen, der bremischen Bürgerschaft, waren die Ersten, die in ein westdeutsches Landesparlament eingezogen sind. Wir wünschen Ihnen alles Gute, dass Sie der erste Ostdeutsche sind, der in Berlin einzieht. Ich bin nicht nur Ehrenbürger der Stadt Halle, das war ja dann schon im Westen. Ich bin auch Nationalpreisträger, ich bin auch Kunstpreisträger. Ich bin aber auch, wie heißt das gleich? Bundesverdienstkreuz. Als wir dann 5000 waren, war es so, dass der DGB immer mit uns mitmarschieren wollte. Und das habe ich aber nicht gestattet, weil es gab in der DDR ein Theaterstück, das hieß Frau Flinz. Und die Frau Flinz nach dem Krieg verteilt ihren Söhnen, sie hatte vier Söhne, also ihre Aufgaben im Leben und sagte dann, also pass mal auf, Carly, du bist der Langsamste, du gehst in die Gewerkschaft. Das habe ich mir immer gemerkt, mein ganzes Leben lang, und stehe auch noch dazu und habe den DGB-Leuten, die immer wollen, ich sage, nein, aus zwei Gründen möchte ich nicht, dass sie mitreden. Erstmal reden sie anders, als wir reden. Zweitens mal gehören Sie nicht in den Konzernspitzen, sondern nebenbei. Und Sie haben vielleicht andere Aufgaben. Ich hatte damit irgendwie recht gehabt, denn wir wissen, dass auch der DGB mit dem Puff gegangen ist. Diese Mai-Rede war so, sie ist ja kurz, ich will sie nicht langweilen. Es ist 12:05. Ich weiß nicht mehr, wann ich sie wirklich gehalten habe. Es könnte 1993 gewesen sein, 1994, 1995. Und da ich auch bescheiden bin, habe ich das auf die Mai-Rede 1995 gesetzt. Es ist 12:05. Aber niemand will es wirklich wahrhaben. Die Wälder sterben, das Ozonloch wird größer, die Staus auf den Autobahnen auch, die Energie wird knapper und gefährlicher, es gibt Auswege, die niemand beschreitet. Unsere Gesellschaft gleicht einem Menschen, der ahnungslos in einem Minenfeld umherirrt und sich dabei um seine Altersversorgung und die Inflationsrate Sorgen macht. Unsere Wachstumskurven hängen verkehrt herum, wir stehen am Abgrund und der nächste Schritt ist kein Fortschritt mehr. Die Armen werden ärmer, die Reichen immer reicher, die gute alte Mutter Erde geht zum Teufel und die Politiker beschäftigen sich mit sich selbst. Ehre und Gewissen sind Worte aus unserer ritterlichen Vergangenheit, Lug und Trug ist allemal lohnenswert und lässt sich den Trugschuss besser verkaufen.
Das ist alles nichts Neues, aber trotzdem bemerkenswert, weil es niemand mehr hören will. Als Ägypten unterging, waren 3% der Bevölkerung im Besitz von 97% des Reichtums. Babylon blühte, die größte Stadt der Welt. Als Babylon unterging, gehörte 2% der Bevölkerung alles, was da war. Als Rom zerfiel, teilten sich 1800 Menschen in den ungeheuren Bodenbesitz dieses Reiches. Die anderen hungerten. Der Untergang der Kulturvölker wurde durch Gesetze herbeigeführt, die alle Reichtümer in die Hände von wenigen brachten. Von diesen Völkern haben wir unsere Gesetze. Es könnte sein, dass diese Gesetze nicht viel taugen für das, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommt.